Wenn du Lust auf Pizza hast, denkst du an Aldi oder denkst du an McDonald's? Das eine bekommst du höchstwahrscheinlich sehr warm serviert und das andere wohlmöglich etwas kalt oder besser gesagt eher lauwarm. Fernsehalber habe ich beide nochmal zusätzlich auf die gleiche Temperatur gebracht. Demonstrativ beiß jetzt noch einmal ab. Der Teig bei Aldi ist fluffig, ganz, ganz leicht knusprig ist die Kruste, aber grundsätzlich ist das Ganze saftig. Und jetzt McDonald's. Wenn du sie so wie ich vor Ort auch frisch probierst, dann sind sie knuspriger als jetzt. Ja, aber nichtsdestotrotz am Mundgefühl ändert sich nichts. Und noch einmal, der Fairness halber, die kalten Stücke. Und jetzt das von Aldi. Obwohl der Käse bei Aldi schon erhärtet ist, ist das Kaugefühl dennoch appetitlich. Auch das Mundgefühl vom Teig ist leicht knusprig. Meiner Meinung nach ist das Verhältnis von Tomaten, Käse und Teig bei McDonald's schlechter als bei Aldi. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei McDonald's schlechter als bei Aldi. Für mich ist das Gesamtgeschmackserlebnis auch schlechter als bei Aldi. Lass mal kurz überlegen, wer gewinnt denn hier? Eindeutig, der Döner. Nee, ganz objektiv, das von Aldi.